Herzlich willkommen aus der Dachkammer. Nach nunmehr 9 Monaten, 28 Tagen endlich wieder vor der Kamera, um die Nummer 3 meines wöchentlichen Videos für 2017 aufzunehmen. Wenn ich mir mein jugendliches Antlitz des letzten Videos anschaue, sehe ich schon, dass einiges passiert, womit wir auch schon beim Thema wären, die Kinderzimmerlampe. Laut Nadine gibt es keine adäquate Kinderzimmerlampe, die ihr zusagt, deshalb hat sie Folgendes gefunden. Den Color Me Lampshade. Ein Lampenschirm zum Selbstanmalen. Da drin ist eine Anleitung, ein Lampenschirm und Befestigungsdinge für diesen Lampenschirm, um ihn dann quasi um die Glühbirne herum zu dingsen. Ah, geht auch auseinander. Das Zeug stellt sich halt etwas widerspenstig heraus. Durch dieses professionell befestigen muss. Endlich macht das Handelset auch Sinn. Zum Konzept. Nadinis einzige Vorgabe war, dass es zu der bestehenden Wand und den Vorhängen passen muss, was irgendwie das Thema Tiere nahelegt. In Bezug auf die Lampe habe ich mir überlegt, doch Lichttiere zu zeichnen und da das Format des Lampenschirms ja eher quer ist, eine ganze Lichttier-Evolution. Um es jetzt bunt zu machen, nehme ich das kindlichste, was ich bei mir gefunden habe, IKEA Wachsmalstifte. Oh, sind wir jetzt auf dem Film? Nein, seid ihr nicht. The next day. Ein Lampenschirm in bunt. Ich fülle jetzt die weißen Flächen noch ein bisschen aus und dann gucke ich mal, wie ich das zusammengesetzt bekomme. Falsch rum. Kommen wir zum vorletzten Schritt. Die Elektronik. Ich glaube, man kann wunderschöne Kabel dazu kaufen in bunten Farben, aber hier haben wir uns einfach für ein IKEA-Modell entschieden. Bringen wir es an die Decke. Das Ende war vielleicht etwas überstürzt, aber das Kind muss ins Bett. Das war der dritte Teil meines wöchentlichen Videoblogs 2017. Wir sehen uns. Viel Spaß.